Kaffee? Du wolltest auch einen Kaffee trinken? Genau. Warum eigentlich? Warum trinkst du eigentlich Kaffee gern? Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, Kaffee. Wird mal Zeit, dass ich ein Video darüber mache. Ja, Kaffee ist hier drin. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ich Kaffee mache, beziehungsweise wie man Kaffee gesund genießen kann. Das ist ja ein sehr kontroverses Thema. Ich habe euch in meinem letzten Video gefragt, ob ihr mal ein Video über dieses Thema haben möchtet von meiner Seite. Und da gab es so viele Antworten, Kommentare, dass ihr daran interessiert seid. Und deswegen mache ich das jetzt. Also, Kaffee ist immerhin ein Naturprodukt. Ja? Im besten Fall besteht das nur aus Wasser und Kaffeebohnen. Ja, und ich sage ganz ehrlich, wenn ich mal unterwegs bin, ja, dann trinke ich auch mal einen Kaffee. Wenn ich mal Leute eingeladen habe und ich brühe einen Kaffee auf, dann trinke ich auch mal einen mit. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich ab und zu. Wie gesagt, es ist ein Naturprodukt und ich persönlich finde, wenn man es damit nicht übertreibt, ist das nicht so das Problem. Ja, natürlich, wer jetzt keinen Kaffee trinkt, das noch nie gemacht hat, der muss sich auch dieses Video nicht bis zum Ende anschauen, es sei denn, er hat Freunde, die er vom Kaffeekonsum abbringen möchte, weil ich werde euch ein bisschen was in dem Video erzählen, warum Kaffee eben zum Beispiel nicht ganz so gesund ist. Ja, wir haben zum Beispiel den Acrylamidgehalt. Ja, das ist natürlich auch keine Rohkost und durch das Röstverfahren können eben Acrylamide entstehen, die Schäden am Körper verursachen können. Da also schon mal ein kleiner Tipp, wer halt wirklich nicht vom Kaffee loskommt, Kaffee trinken möchte, dass man da auf ein Langzeitröstverfahren achtet, ja, wo auch niedrigere Temperaturen zum Einsatz kommen. Ja, das ist dann auf jeden Fall schon mal besser als diesen, ich glaube, der heißt Robusta-Kaffee, der Kaffee, der eben sehr schnell geröstet wird mit sehr hohen Temperaturen, mit über 400 Grad. Also das ist schon mal ein Tipp. Und dann ist es ja so, dass Kaffee wirklich den Körper übersäuert. Ja, das merkt man. Also ich bin auch sehr sensibel, ja, nicht nur was Kaffee anbelangt, auch wenn ich so ein handelsübliches Mineralwasser trinke, bekomme ich Sodbrennen. Ja, das sind also alles so Symptome, Sodbrennen, ja, dass man übersäuert, die beim Kaffeekonsum entstehen können. Und dann noch ein sehr wichtiges Thema, und zwar, dass Kaffee den Adrenalinspiegel erhöht. Ja? Unser Körper ist also immer unter Stress. Ja? Wenn wir Kaffee trinken, kommen wir leichter unter Stress. Und dieser Adrenalinspiegel, der verbraucht sehr viel Energie. Das ist also auch überhaupt nicht gesund. Und dann irgendwann sinkt dieser Adrenalinspiegel wieder und dann kommt die Müdigkeit. Und dann sind viele Leute in diesem Teufelskreis, dass sie wieder Kaffee trinken müssen. Ja? Ich meine, wie viele Leute sind abhängig, wie viele Menschen kommen gar nicht erst aus dem Bett ohne Tasse Kaffee. Das ist ja die Volksdroge Nummer 1 eigentlich, Kaffee. Und das kann alles nicht natürlich oder gesund sein. So, jetzt kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch entkoffinierten Kaffee. Ja, das hat natürlich die gute Eigenschaft, dass wir eben hier nicht das schädliche Koffein haben und somit dieser Adrenalinspiegel nicht immer wieder erhöht und wieder gesenkt wird. Ja, das ist schon mal deutlich besser, ja, und das kann ich natürlich sehr empfehlen. Allerdings haben die konventionellen entkoffinierten Kaffees Inhaltsstoffe, ja, die unerwünscht sind, weil die eben mit einem chemischen Verfahren entkoffiniert wurden. Ich zeige euch jetzt, wie man ganz natürlich entkoffinierten, richtigen Kaffee, der auch noch schmeckt, selber herstellen kann. Ja? Ich habe dieses Video vor einigen Monaten gedreht. Entschuldigt bitte die schlechte Audioqualität. Ich fürchte, ich werde die Speicherkarte nicht mehr finden, wo die bessere Audioqualität enthalten ist. Ich werde aber in Zukunft wieder mehr darauf achten, dann gibt es wieder bessere Audioqualität. Aber bevor ich noch weiter rede, viel Spaß bei dem Video. Da zeige ich euch, wie man eben in meinen Augen relativ gesunden Kaffee herstellen kann als Genussmittel für alle Leute, die eben gerne Kaffee trinken. Viel Spaß. So, wieder zurück. Diesmal mit Susi. Habt ihr lange nicht mehr gesehen. Ja, Kaffee. Du wolltest auch einen Kaffee trinken. Genau. Warum eigentlich? Warum trinkst du eigentlich Kaffee gern? Ja, es hat was Geselliges und ja, den Geschmack. Ja? Man trinkt es einfach gerne. Ne? Ja. Hinterlasst doch gerne mal eure Kommentare unter diesem Video, warum ihr gerne Kaffee trinkt oder ob ihr es nicht gerne tut. Ja? Ich weiß, eine Menge gesundheitsbewusste Leute schauen meinen Kanal und haben vielleicht auch nie in ihrem Leben Kaffee getrunken. Ist auch super. Ja? Ist auch super, wie gesagt, wenn man es gerne macht, dann wollen wir euch jetzt mal zeigen,
Und jeder mag den ja auch gerne anders, ne? Also entweder mit viel Zucker, gibt ja auch gesunde Zuckeralternativen, ja, oder mit Milch etc. Aber wir zeigen euch jetzt, wie ihr die Basis, wie ihr einen koffeinfreien, leckeren Espresso machen könnt mit einer halbautomatischen Espresso-Maschine, ja, wo ihr eben die ganzen Bohnen reintun könnt. Das zeigen wir euch jetzt mal. Ich möchte jetzt keine Werbung hier für diese Maschine machen. Es geht ja wirklich jetzt nur darum, wie ihr eben diesen Kaffee machen könnt. Das füllt ihr hier ein. Die koffeinfreien. Die duften ja schon so gut. Mhm. Boah, das ist ja schon. Und hier die Öffnung in Herzform. Guck ich nur eine Frau hin. Also das duftet schon. Ja, also hier oben werden eben die Bohnen eingefüllt. Und wie gesagt, mir ist jetzt keine Maschine bekannt, die keine koffeinfreien Bohnen verarbeiten kann. Das ist also genau das gleiche Verfahren. Wir haben es allerdings mit Lupinen ausprobiert, das funktioniert nicht. Ja? Also das ist wirklich nur für Kaffee und ob der bio ist, ob der koffeinfrei ist. Langröstverfahren, Kurzröstverfahren, das ist egal. Das kriegen diese Maschinen hin. Und natürlich, hier geht es nicht. Ja? Ich habe hier jetzt noch Wasser. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir benutzen destilliertes Wasser und Osmosewasser. Ne? Je nachdem, wenn wir viel Strom haben, dann können wir eben viel destillieren. Und wenn es viel regnet, dann haben wir eben viel Osmosewasser. Das ist gereinigtes Wasser. Ja? Und es gibt eine Menge Kaffeesommeliers, die eben auch auf destilliertes Wasser im Zusammenhang mit Kaffee schwören. Wir trinken generell gereinigtes Wasser. Ja? Also das fördert die Entgiftung. Da wird auch in Zukunft nochmal ein Video geben. Ja, wir trinken, oder ich trinke jetzt seit über 10 Jahren destilliertes Wasser, mir geht es sehr gut. Und ich beziehe meine Mineralien, Spurenelemente, Vitamine eben aus der Nahrung, nicht aus dem Wasser, das denken über die meisten, ja, dass man eben Mineralstoffe, sogenanntes Mineralwasser aus dem Wasser beziehen sollte, das halte ich für absoluten Quatsch. Aber egal, wir haben hier unser gesundes Wasser drin, ja, das gereinigte Wasser, H2O. Und jetzt geht es auch schon los, die Maschine ist an, ja, und... Das muss ich jetzt von hier machen, ist schwierig, aber es wird irgendwie gehen. Wird es gemahlen. So. Oh. Ja, das ist jetzt quasi eine Tasse. Dann klopfe ich hier ein bisschen, drücke ein bisschen die Stellen runter und dann kommt hier die zweite Tasse. Die Maschine hat ja auch mehrere Aufsätze, ne? Also gibt auch einen Aufsatz, muss man dann wechseln für nur einen Kaffee. Oder für vorgemahlenen Kaffee. Genau. Aber wir haben meistens diesen Aufsatz für einen doppelten bzw. für zwei Tassen. Das sind dann idealerweise 18 Gramm gemahlenes Kaffeepulver. Ne? Und frisch gemahlen, wie gesagt, ist am besten, auch für den Geschmack. Und dann, ich hoffe, man sieht das hier. Ich gehe mal hier hin. Und ich drücke das jetzt hier runter. Ungefähr mit 20 Kilogramm beschwert ihr das Ganze. Ja. Dass das hier einheitlich ist. Ne? Man kann das auch nochmal mit so einem gewissen Schaber überprüfen. Und ihr seht, das ist jetzt nochmal ein bisschen abgefallen. Also mal nicht viel. Kann man dann auch nochmal beschweren. Und dann haben wir hier eben, wie gesagt, dieses Kaffeemehl schön fein gepresst in den Behälter. Jetzt setze ich das hier ein. Die Gläser werden runtergestellt. Ich drücke jetzt hier drauf. Ja, das sieht doch gut aus. Dann probieren wir doch mal. Mhm, danke schön. Ja, also hier leckerer Espresso.
Mhm. Ist gut heiß. Mhm. Ist lecker. Ich bin mal gespannt. Mhm. Lecker. Ohne Koffein. Und trotzdem dieses Espresso-Aroma. Mhm. Und da kann man jetzt auch einstellen mit heißem Wasser. Dann hat man einen normalen Kaffee, einen langen Kaffee. Und man kann natürlich hier auch, das machen wir gerne mit Hafermilch ab und zu, kann man eben auch einen Barista machen, also Cappuccino auf geschäumte Milch. Mag ich sehr. Mhm. Ja, mhm. Lecker. Mhm. Also wie gesagt, das ist unsere Empfehlung. Ich kann euch das hier mal verlinken. Das haben wir jetzt auch erst entdeckt. Wir hatten vorher von anderen Marke einen koffinierten Kaffee, aber wie das immer so ist, Produkte tauchen auf dem Markt und verschwinden wieder. Aber der gefällt mir wirklich am allerbesten. Boah, diese Verpackung. Ja, in dem Sinne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja? Ich oder wir konnten euch ein paar Tipps geben, wie ihr eben weg vom ungesunden Kaffee kommt und trotzdem diesen typischen Kaffeegeschmack habt, weil wir halt nicht in diesem Weizen, oder wie heißt der, Getreidekaffee, was da alles gibt. Lupinenkaffee ist ganz okay, mhm. Aber es ist halt kein richtiger Kaffee. Und da habt ihr eben nochmal die Möglichkeit, richtigen Kaffee zu trinken, klar, ohne Kick, aber deswegen eben halbwegs gesund, relativ gesund. An der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen, wir würden uns über eine positive Bewertung freuen, Daumen nach oben und wenn ihr diesen Kanal abonniert, und diskutiert doch gerne mal in der Videobeschreibung, was ihr von Kaffee haltet, wie ihr das Ganze seht. An der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen, alles Gute. Bis bald. Bis bald.